Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1 mit der Zero zusammen mit ganz vielen Kisten, die mich hochbacken. Und wir gucken derzeit, wo uns diese Wege überall hinführen. Okay, der führt zu 1 Milliarde Ratten. Und jetzt zu einem Fackelträger. Oh Gott. Ich gehe hier lang. Kellerkammerschlüssel. Juhu. Bonfire. Bonfire. Ach, schön. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Sehr schön. Aufsteigen. Beweglichkeit 15. Noch 3 Level. Ah, cool. Wir können hier ganz kurz noch... obwohl... wir machen das einfach so, dass wir uns so ein kleines Steinchen reinziehen, ne? Und ja, so eine kleine Seele hier, zack. Und dann kriegen wir noch ein Level up. Dann ist das nämlich, dann tut das nämlich nicht so weh, wenn wir sterben oder alles verlieren. So. Schauen wir uns mal hier um. Herr Lumi ist der Fackelträger. So, wie kriege ich euch runter? So offensichtlich nicht. Nee, ich laufe hier einfach brand entlang. Ihr könnt mich mal an der Arsch lecken. Okay, sie sind mir nicht auf den Kopf gefallen. Oh. Oder doch. Sie haben es versucht. Irgendwelche kleinen Türen. Okay, nein. Keine unsichtbare Wand. Keine unsichtbare Wand und keine unsichtbare Wand. Schade. Wäre schön gewesen. Wäre schön gewesen. Loot. Das war so klar. Ja, töte mich doch. Töte mich doch gleich. Ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren. Schau. Nichts kannst du, außer von oben runterfallen. Seele eines Namenlosen. Das kommt mir bekannt vor. Wir kommen von da, ne? Von da oben wäre halt der Butcher runtergefallen. Aber hier waren wir noch nicht. You. Yes, you. Here, open it. Please, you must help me. Oh, da steckt einer drin. Ja, warte, ich helfe dir gleich. Erstmal die wichtigen Sachen. Die ganzen Fässer. Und dann kommst du dran, ja? Versprochen. Jetzt muss ich gucken, ob hier eine Kiste ist. Na gut, du bist frei. Hey! Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I started to think. Thank you. Thank you, dearly. I am Laurentius. Und nu? Krieg ich irgendwas? Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Sei froh, dass ich dich nicht töte, ey. Hat er mir nicht mehr was gegeben, wenn er mir wenigstens ein Schwert gegeben hätte oder so. Ich befreie den und krieg gar nichts. Ja gut, dann sind wir hier auch durch. Es sei denn... Es muss ja irgendwo noch weitergehen. Da muss ja irgendwo noch ein Weg sein, der nach oben führt, ne? Ja, hier durchs Wasser ist der Loot. Ah, hier war der Butcher ja durchgelaufen. Ich sehe keinen Loot. Ich sehe einen Hund, deswegen... Tschüss. War mir eine Ehre, nicht an dir zu sterben.
Ah, ich habe wieder eine Menschlichkeit. Ja. Sehr schön. Ah nein, jetzt muss ich durch die Kloake mit den 10.000 Blobs. Na. Habt ihr Bock auf Party? Ich hab Bock auf Party. Bitte nicht wehtun. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, aber wenn ihr so langsam seid, muss das echt viel Schaden machen für Idioten, die da nicht ausweichen können. Wieso bekomme ich jetzt eigentlich keinen Estus-Flock aus mir gratis? Ich check's nicht. Das ist ja ein Sinn. Okay, da kann ich vorbeilaufen. Ihr kennt mich mal, ihr Blobs. So, bringt das was jetzt noch? Nö. Dann gehen wir weiter. Da war die Riesenratte. Eigentlich müsste ich nochmal zurück zur Riesenratte. Da war ja noch ein anderer Weg, ne? Muss ich... Da war eine Ratte. Wo, Freundchen, hast du mich erschreckt. Na toll. Okay, gehen wir zurück. Gift ist die letzte Rotze. Gut. Lassen wir uns nochmal von der Ratte hitten, werden wieder vergiftet und laufen wieder zurück. Das ist der Plan, Freunde. Gib mir den Loot. Das ist mein Loot. Großaxt. Da flog die Ratte. So, wir haben eine Großaxt gefunden. Streitaxt ist 95, Großaxt ist 150. Auch nicht schlecht, aber ich habe mein Schwert und das ist 200. Und 200 ist besser als 140. Das ist eine Sache der Mathematik, Freunde. Mathematik, eines der wichtigsten Dinge für Spieler. Okay, sah so aus. Ich weiß, dass da eine Ratte drin ist. So, Versuch Nummer 3. Na, Kackbratze. Na, mal hast du nicht gerechnet, ne? Ja, jetzt läufst du weg. Arschloch. Noch eine Ratte, die vor mir wegläuft. Ich mag das nicht, wenn Gegner weglaufen. Dann passiert nämlich genau so etwas. Du wirst überrascht. Okay, hier geht's auf die andere... Hä? Ah, okay. Seele eines namenlosen Soldaten. Wo geht das jetzt hin? Ah, ich hab Messerslocker bekommen. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist so ein dreckiger Magier. Du mich auch, Magier, du mich auch. Okay, versuchen wir es nochmal gegen die Magier. Weißt du was, ich hole jetzt meinen Bogen raus. Als allererstes die Ratten. Okay. Du bist aber größer als deine Kollegen, oder? Du bist der Magier, du kannst mich am Arsch erlecken. Oh, kannst du nicht bis hierhin zaubern? Kann ich deine Waffe treffen? Warte. Ich habe die Ratte damit abgelenkt. Na komm, manchmal treffe ich, weißt du? Hä? Nur wenn er seine Waffe hochhält, treffe ich ihn.
Wie, du lebst noch? Was hast du davon, du Drecksack? Oh, keine Vergiftung, sehr schön. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hä? Habt ihr so gedacht? Habt ihr so, oh, diese dreckigen... Ich vertraue keinen Kisten mehr. Kisten sind allesamt böse. Nö, ist doch nicht derselbe Ort. Aber Loot. Große Scherbe. Dann schauen wir doch mal, wo dieser Weg uns hier hinführt. Ich sehe doch, dass da irgendwas ist, Ratte. Ich sehe das doch. Meinst du, ich bin blöd? Gott. Kann ich da rüber springen? Geronimo! Ich lass mich doch nicht verarschen von so einer billigen Ratte, ey, ganz ehrlich. Hä? Ernsthaft? Da war ein Weg lang. Ja, ich finde ihn jetzt schon nicht mehr. Wow. Wieso habe ich jetzt 7 Estus-Flockons? Ach, ist mir egal. Okay, da unten wäre wahrscheinlich der sichere Tod. Ich mag Ratten nicht. Die können einen vergiften. Das ist echt kacke. Einfach mit gezogenem Schild rumlaufen, das passt schon. Seele eines namenlosen Soldaten. Hier geht's runter, da geht's hoch. Hä? Ah, wir sind hier bei der Riesenratte. Ah. What? Okay. Das habe ich nicht gesehen. Hey, 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 wo kommst du denn her? Was soll das denn jetzt? Bist du tot? Ja. Okay, wir müssen auf Löcher aufpassen. Das ist schon das zweite Loch gewesen. Und da bin ich drüber gelaufen. Und das war richtig Glück. Zweimal. Muss ich da runter? Es muss doch einen anderen Weg darunter geben. Wenn es darunter geht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe da so eine Vorahnung. Dafür müssen wir allerdings hier lang laufen. Ja, Ratte, ich will dich nicht mitnehmen. Tschüss. Okay, ich bin runtergefallen. In der Ecke. Das gefällt mir gar nicht. Keine Ahnung, was die da machen. Aber das ist nicht gut. Oh Gott, eine Anzeige. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich will davon nichts wissen. Da sind noch mehr. Jetzt zieh dich mit deinem Scheißgas. Gott. Okay, ich bin offiziell runtergefallen. Oh, holy shit! Nö, 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 Freunde. Nö, 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 nö. Passt du da durch?
Die sind eklig. Okay, ein Schlag. Das gefällt mir. Muss hier raus, muss hier raus, muss hier raus. Ich nehme mal den Kollegen mit, ne? Auge des Todes. Okay, es hört sich nicht gut an. Spuck einfach deinen Scheiß und lass mich in Ruhe. Es ist noch mehr. Ring des bösen Auges. Ring des bösen Auges. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Dafür lege ich den Wolfsring sogar ab. Viele Ringe habe ich ja noch nicht. Bitte? Wo kommst du denn her? Hä? Der kam von oben runtergesprungen, die Potsau. Oh, da ist noch Loot. Seele Soldat. Der kam von hier oben. Ich vermute mal, genau das passiert mit mir, wenn ich vergiftet werde. Hä? Sind das andere Spieler, die vergiftet wurden? Kannst mir sonst nicht erklären, was das zu bedeuten hat. Und plötzlich ist da einfach einer aufgetaucht. Wenn ich den jetzt zerstöre, ja gut, er ist kaputt. Wäre er dann befreit gewesen? Hätte ich ihn dann gesaved? Seele eines namenlosen Soldaten. So. Ich will die nicht bekämpfen. Die sind kacke. Lass den Scheiß einfach. Bitte. Wieso sind hier tote Ratten? Das gefällt mir gar nicht. War ich hier nicht? Hier ist noch eine Ratte. Eine große. Okay. Safety first, Freunde. Safety first. Hier geht's leider nicht weiter. Ha! War da doch eine Ratte versteckt. Bin ich jetzt zurück? Sind hier Ratten drin? Überraschung! Jetzt ziehe ich. Mein kleiner Sohn auch. Alle sollen sie in der Hölle schmoren. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, das habe ich mir fast gedacht. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Ist das ein Leuchtfeuer? Vielleicht ist er versteckt. Naja, schade. Wäre cool gewesen. Wäre cool gewesen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier alles schon untersucht habe, deswegen laufe ich gerade mal kurz zurück. Ist nämlich sehr verzweigt hier. Stimmt, hier wollte ich lang gehen. Hier unten waren wir ja schon, hier aber noch nicht. Es glaubt. Menschlichkeit. Soll ich? Da, oh, ist das locker. Ich glaube, das hat mit anderen Spielern zu tun. Kann das sein, dass hier gerade einfach ganz, ganz viele Spieler sind?
Und jedes Mal, wenn einer einen Estus-Flakor trinkt in meiner Nähe, ich befreie dich. Ich befreie dich. Nur wenn einer in meiner Nähe einen Estus-Flakor trinkt, bekomme ich vielleicht einen. Das würde Sinn ergeben. Na gut, gehen wir weiter. Wie viel Geschicklichkeit habe ich jetzt? Oh, 14. Reicht noch nicht aus. Sag mal, die sterben ja hier überall. Ich hoffe, ich befreie sie wirklich damit. So, hier ging's lang. Wenn die runter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, dann wollen wir uns mal einem Boss stellen, ne? In dieser ganz großen Arena. Das passt mir ja schon mal gar nicht. Ich scheiß mal auf die Blobs. Aber ich könnte... Ich gehe mal ganz kurz zurück und investiere meine Punkte. So, ich brauche eigentlich nur noch ein Level, dann kann ich den geilsten Scheiß der Welt tragen. Deswegen versuche ich jetzt nochmal die Seelen einzunehmen. Sauber, es hat genau gereicht. So, aufsteigen. Beweglichkeit. So, die nächsten Punkte gehen auf Leben. Und wir können unser Schwert tragen. Gott, ist das langsam. Das kostet verdammt viel Ausdauer, Alter. Okay, gucken wir mal. Oh Gott. Wie langsam wir sind. Wir müssen, glaube ich, unter die 50% Marke. Ich will ja auch irgendwo noch ein bisschen geil aussehen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, perfekt. Sehr schön. Wir haben unser Schwert. Ja, extra für Sump. Aha, und wir sehen uns dann ja, morgen zu einer neuen Folge wieder. Und glaube ich. Ich weiß gar nicht, welcher Tag wir heute haben. Aber egal, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich glaube, morgen ist Freitag. Haut rein. Ciao.